Glanz, Glamour, roter Teppich. Im Hotel Bayerischer Hof in München wird zum 5. Mal der Audi Generation Award im Rahmen der Nacht der Generationen verliehen. Seit 1998 gehört das Event zu den festen Größen im deutschen Ball- und Galakalender. Das Besondere an diesem Event sind natürlich die Preisträger. Das sind alles junge Menschen, die für ihr junges Alter schon sehr viel erreicht haben und damit wunderbare Vorbilder für die noch jüngere Generation sind, weil sie einfach zeigen, dass es sich lohnt, an seine Ziele zu glauben, seine Träume zu verfolgen, weil alles möglich ist. Ich darf ja heute Abend eine tolle Schauspielerin auszeichnen von einem Film, den ich co-produziert habe, wo ich sie auch mitbesetzt habe. Und sie hat dafür schon mehrere Preise bekommen, heute wieder einen. Das macht mich sehr, sehr stolz und glücklich. Nominiert für den Award sind drei Nachwuchstalente in drei verschiedenen Kategorien: Medien, Sport und Musik. Tim Bensko ist einer der Preisträger. Ich bin stolz, weil es ist mein erster Preis, den ich bekomme, also einer von einer Jury quasi verliehen wird. Und dementsprechend freue ich mich natürlich. Also das vergisst man ja nicht, weil es der erste. Liv Lisa Fries erhält den Award in der Kategorie Medien. Laudatorin Veronika Ferres übergibt der Jungschauspielerin den Preis. Und jetzt so einen Preis zu bekommen, das ehrt mich sehr. Sabine Lisicki ist das Nachwuchstalent im Tennis und gilt als die zweite Steffi Graf. Sie erhält den Award in der Kategorie Sport von Ex-Tennisprofi Charlie Steeb. Es ist eine Ehre, so eine Auszeichnung zu bekommen und gibt einem auch noch mehr Mut und einfach auch weiter an seine Träume zu glauben. Mit seiner letzten Single bekam Preisträger Tim Bensko die goldene Schallplatte. Aber was hätte der gebürtige Berliner gemacht, wenn das mit der Musik nicht geklappt hätte? Wenn das gescheitert wäre, wäre ich Rennfahrer geworden. Das klingt jetzt komisch, aber ich schwöre, ich hätte das gemacht. Der Audi Generation Award. Auch in diesem Jahr ein voller Erfolg.